geht's denn? Papa noch drin? Ja, natürlich ist er noch drin. Das dauert und dauert. Aber die können ihn doch nicht so lange da behalten. Oh, die da oben können ihn so lange da behalten, wie sie wollen. Aber Papa ist doch nicht schuld an dem Unglück. Natürlich ist er nicht schuld. Konstruktionsfehler. Ausgeschlossen. Verzeihen Sie, Herr Untersuchungsrichter, aber sowas gibt es bei uns nicht. Aber trotzdem ist die Brücke eingestürzt, Herr Klar. Was war denn nach Ihrer Ansicht die Ursache? Als Chefkonstrukteur müssen Sie doch eine Erklärung dafür haben. Bitte fragen Sie mich nicht. Ich habe alles gesagt, was ich weiß. Ich muss aber fragen. Und ich werde keine Ruhe geben, bis der Fall geklärt ist. Schließlich hat das Unglück 43 Menschenleben gekostet. Das weiß ich, Herr Doktor. Aber je mehr ich darüber nachgrüble, ich kann es mir einfach nicht erklären. Aber Sie sind doch auch der Ansicht, dass menschliches Versagen vorliegt. Und nichts anderes. Ich weiß es nicht. Da könnte es vielleicht Schwingungen gewesen sein. Vibrationen. Oder Ermüdungserscheinungen des Materials. Auf keinen Fall. Sehen Sie, hier, an dieser Stelle knickte die Stütze. Unter dem Gewicht des Zuges senkte sich die rechte Auflage. Die Stütze brach aus ihrer Verankerung, so, und die letzten Waggons stürzten in die Schlucht. Aber, lieber Herr Kollege, der Bruch ist niemals am freigespannten Bogen entstanden, sondern an der Verbindungsstelle zwischen Bogen und Pfeiler, also hier. Also was war es denn nun eigentlich, ein Konstruktions- oder ein Materialfehler? Materialkonstruktionsfehler. Aber meine Herren, so kommen wir doch nicht weiter. Wenn Sie sich nicht einig werden, dann fühle ich mich genötigt, weitere Gutachten anzufordern. Ich bin dann schnell runtergerannt, aber da war es schon passiert. Stell dir sowas vor. Papa! Papa! Nina! Ach, Hermann. Ich hab's ja gewusst, dass ich Ihre Unschuld rausstellen werde, Herr Ingenieur. Nichts hat sich herausgestellt. Die haben Sie doch entlassen. Ja, das schon, aber bedingt. Ich habe unterschreiben müssen, dass ich das Land nicht verlasse. Ach, reden wir nicht mehr davon. Kommst du mit nach Hause, Papi? Nein, Nina. Mutti würde sich so freuen. Onkel Leo hat nämlich gesagt, es kann ganz schön dauern, bis sie dich wieder freilassen. Hat er das wirklich gesagt? Ja. Also geh jetzt nach Hause zur Mutter. Grüß sie schön. Ich komme gelegentlich vorbei. Dieser Seedück? Ach, Hermann, diese Zeit in der Untersuchungshaft war fürchterlich. Also, Hermann, machen wir uns nichts vor, ich bin erledigt. Na, wir vom Bau, wir wissen ganz genau, dass Sie keine Schuld haben. So? Ach, wisst ihr das wirklich? Ja? Wir stehen zu Ihnen. Ihr habt leicht reden. 43 Tote. Ja. Ihr macht keine mehr lebendig. Bitte schön, müssen Sie rot oder weiß trinken? Ist egal. Rot. Ich werde keine Ruhe geben, bis ich herausbekommen habe, wer da seine schmutzigen Finger im Spiel hat. Da müssen wir verdammt wenig Glück haben. Weißt du, Hermann, man kommt auf alle möglichen Gedanken, wenn man so lange in einer Zelle sitzt. Zum Wohle, die Herren. Danke. Ich würde das nicht so schwer nehmen, Ingenieur. Ich bin immer für Sie da. Ich weiß nur eins, Hermann. Wenn man mich wieder einsperren würde, dann... Was werden Sie jetzt machen? Ich möchte weg von hier. Zwar irgendwo hin, wo mich niemand kennt. Ich muss mit dem allen allein fertig werden. Zimmer 18, Herr Klar, bitte wollen Sie sich eintragen. Doch, doch, das ist er. Ich habe ihn genau erkannt aus der Illustration. Du meinst, die mit der Brücke ist doch unmöglich. Natürlich. Klar heißt er. Mario Klar. Ist doch nicht zu fassen. 43 tot und fährt zur Erholung ins Gebirge? Na, weißt du. Zimmer 18. Zimmer 18. Haben Sie etwas Briefpapier? Aber natürlich, Herr Ingenieur, aber selbstverständlich. Ein Bogen genügt. Ach, bitte um 7 wecken. Ich kann mich darauf verlassen. Aber selbstverständlich. Ich mache eine Tour. Nina, schling doch nicht so. Ich muss aber schlingen, Mama, sonst komme ich zu spät zur Schule. Es ist schon 7:45. Was? 7:45? Wiedersehen, Nina. Guten Morgen. Wiedersehen, mein Kind. Guten Morgen, Herr Seedück. Die Post, bitte. Celestine, Sie sollen doch anklopfen.
Bitte? Hier ist ein Brief für dich, Fioretta, von deinem Ehemaligen. Für mich? Von Mario? Um Gottes Willen. Was ist denn? Leo, liest du. Liebe Fioretta, ich schreibe dir, obwohl diese Zeilen für Nina bestimmt sind. Aber Nina ist noch zu jung, um zu begreifen. Diese 43, die den Tod fanden, bitte versteh mich recht. Nicht, dass ich mir einer Schuld bewusst bin. Aber schließlich war ich es, der die Pläne für die Brücke entworfen hat. Darum wirst du begreifen, dass mir an meiner Existenz nichts mehr liegt. So nehme ich Abschied von dir und Nina. Sie soll ihren Vater in gutem Andenken behalten. Darum gehe ich in die Berge, die mir immer Freunde waren. Mögen sie mich in meinen letzten Stunden... Also das ist ja toll. Entsetzlich. Mein armer Mario. Armer Mario. Und was aus mir wird, ist dir völlig egal. Ach, Leo, jetzt geht es doch nicht um dich. So, meinst du? Mein Kind, es scheint dir nicht klar zu sein, in welcher Lage wir uns befinden. Wir aber... Ich bin nämlich von der Brückengeschichte genauso betroffen wie dein armer Mario. Nur ziehe ich es vor, am Leben zu bleiben, um mich nicht vor der Verantwortung zu drücken. Hast du Sorgen? Na, man kann es wohl so nennen. Warum hast du mir nie was davon erzählt? Weil Sorgen nicht gut für deinen Teint sind, Fioretta. Was sollen wir denn jetzt machen? Kannst du nicht in Zermatt schnell anrufen? Wir werden hinfahren. Ja. Buongiorno, signore. Ehi, signore! Dove va? Ehi, wo wollen Sie denn noch hin? Verrückter Kerl. Come on, Chef. Wie geht's? Gut? Danke von euch. Da, schau. Kontrabande aus Italien, ja? Na, die habe ich gefunden. Am Matterhorn. Nein, sind die für Fräulein Angela. Was du alles weißt. Kümmere dich um deine Schafe. Das ist gut. Kosten nicht. Die tragen keine Schuhe. Hast du den gesehen, der da hinaufgelaufen ist? Ja, ein verrückter Mann. Hallo, come on. Hurry up, chap. Ja, ich komm schon. Kümmere dich um ihn. Ich muss jetzt gehen. Jawohl. Bitte schau. Hey! Signore! Wo geht's, Signore? Ja, wo ist denn der nächste Doktor? Ein Sarmater, Doktor, bitte. Oh. Ja, schon gut. Oh mein Gott. Hey. Hey. Angela! Grüß dich, Benny. Wo warst du denn? Hast du schon was gefangen? Nein, noch nicht. Ich bin ja erst gekommen. Dann fang lieber das da. Einen Moment, warte, ich komm schon. Ja, schau. Wart. Ich komm ja schon. Sei doch nicht so ungeduldig, Benny. Pass auf! Na? Schön! Danke! Kommst du heute zum
Ja! Es gibt gute Forellen! Das heißt natürlich nur, wenn ich welche fange! Ciao! Oh, oh, alles müde, ja? Wollen Sie raus? Ich habe Doktor da! Aber Herr Doktor, Sie werden doch nicht behaupten, dass Sie noch nie auf einem Berg waren. Doch, mein Wahrspruch ist Berge von unten, Kirschen von außen, Wirtshäuser von innen. Aber Vater, glaub ihm kein Wort, Benny. Er ist ja gar nicht so. So, wie bin ich denn, hä? Du bist ein Mimosenkaktus. Also der Herr Doktor, der seine Seele von einem Menschen hat. Doch auf! Jetzt ist nach. Entschuldigung, ich bring gleich einen anderen Teller. Kannst du mir vielleicht erklären, was das ist, ein Mimosenkaktus? Hm? Ja, außen stachelig. Und innen zart. Hm. Ich danke noch schön, Benny. Bitte, bitte. Schau, was er mir gebracht hat. Wunderschön, wunderschön. Hä? Italienisch. Geschmuggelt. Ja, das sind halt viel billiger. Du bist gewarnt, junger Mann. Aber was eure geliebten Berge anbetrifft, also wenn ihr mich fragt, ich verstehe nicht, was die Leute da oben suchen. Wenn du wüsstest, wie schön es da oben ist. Ja, besonders, wenn man runterfällt. Du bist schrecklich. Aber mir soll es recht sein. Ich lebe davon. Prost. Herr Doktor! Herr Doktor! Ein Toter! Kirchen mit Doktor! Du bist hier noch! Komm, setz dich erst mal hin! Lass dich mal bitte! Lass dich mal! Tut das weh? Nein. Ist er kaputt? Nein. Oh, wie viele Tage gesucht? Eine Woche. Oh. Aber dieser Mann, ganz verrückt! Welcher Mann? Dieser Mann! Ist das der, der uns begegnet ist? Ja, vom Berg, von Steiner. Ist krank. Oh, den Vater. Ja. Herr Doktor, jetzt ist der andere tot. Ganz kalt. Können Sie mich verstehen? Schwerer Kollaps. Ja, was sollen wir denn mit ihm machen? Ja, ins Bett bringen natürlich. Also schnell ins Spital. Nein, hier bei uns, ins Gastzimmer. Komm, hilf mir. Ich sollte nämlich von Zeit zu Zeit nach Ihnen sehen. Wissen Sie, wie lange Sie geschlafen haben? Nein. Von gestern Abend um 9 bis jetzt. Das sind beinahe 18 Stunden. Wie fühlen Sie sich? Haben Sie da eben Klavier gespielt? Ja. Ich habe Ihnen ziemliche Ungelegenheiten gemacht, glaube ich. Das tut mir leid. Ich werde dann gleich aufstehen und gehen. Das müssen Sie schon meinem Vater überlassen, Herr Klar. Woher kennen Sie meinen Namen? Ganz einfach, ich habe in Ihrer Jacke nachgesehen. Sie haben doch sicher Verwandte. Soll man jemanden benachrichtigen? Nein, auf keinen Fall. Kann ich sonst etwas für Sie tun? Nein. Vielen Dank. Das heißt, doch, mein Rasierapparat hätte ich gerne. Vielleicht können Sie jemanden schicken. Hotel Matterhorn, Zimmer 18, bei meinem Gepäck in einer braunen Matte. Es kommt sehr oft vor, dass Herrschaften auf einer Hütte übernachten müssen. Frau Fioretta, es ist doch gar nicht gesagt, dass er abgestürzt ist. Ich sollte aus Zimmer 18 eine Mappe abholen. Zimmer 18. Haben Sie Zimmer 18 gesagt? Ja, Zimmer 18. Herr Klar hat mich darum gebeten. Entschuldigen Sie mal, wer hat Sie gebeten? Herr Ingenieur Klar. Er wohnt bei uns. Wieso wohnt er bei Ihnen? Mein Vater ist Arzt und Herr Klar hatte so etwas wie einen Nervenzusammenbruch. Da haben wir ihn da behalten. Ist es sehr schlimm? Nein, Sie können ganz beruhigt sein. Es geht ihm schon besser. Sie sind sicher Verwandte von ihm. Ja, sozusagen. Mario war mein erster Mann und das hier ist mein zweiter. Ach, entschuldigen Sie, dass ich mich noch nicht vorgestellt habe. Das ist der Dück.
Ja, also wenn Sie die Mappe geholt haben, dann könnte ich vielleicht gleich mitkommen. Leo! Und du kümmerst dich bitte um das Zimmer, sei so gut. Gut. Ja? Ihr Rasierzeug. Danke. Da ist ein Herr, der Sie sprechen möchte. Ein Herr? Er heißt Seduc. Woher weiß er? Ach so. Er soll da reinkommen. Bitte, Herr Seduc. Na, sag mal, bist du noch normal? Was machst du für Sachen? Na, wie kannst du nur so einen Brief schreiben? Fioretta ist völlig durcheinander. Naja. Aber wie ich sehe, geht es dir hier schon wieder ganz gut. Na, sag mal, du hast doch nicht im Ernst an Selbstmord gedacht. Doch. Es ist nur etwas dazwischen gekommen. Na, was soll denn das nur wieder heißen? Dass das nächste Mal bestimmt nichts dazwischen kommt. Also ich kann verstehen, du bist völlig mit den Nerven herunter. Aber das ist doch kein Grund, sich gleich umzubringen. Das Leben geht weiter. In ein paar Jahren ist alles vergessen. Ich kann aber nicht vergessen. Irgendjemand muss doch schuld sein. Von selbst ist doch die Brücke nicht eingestürzt. Naja, ist ja gut, aber hör jetzt endlich auf damit. Ich will ja aufhören. Mirz, die große Vase bitte. Ja. Bitte schön. Die große Vase. Ohne Blumen. Ah, ohne Blumen, bitte schön. Nicht den Vogel, die Vase. Ah, die Vase ohne Blumen, bitte schön. Na, die haben es aber ganz schön da oben miteinander. Das geht uns nichts an. Gibst du mir jetzt endlich die Vase? Ah ja, die Vase, bitte. Ohne Blumen. Lass mich jetzt endlich allein. Na, wie du willst. Aber eins sage ich dir. Ich will mit der ganzen Sache nichts zu tun haben. Und bilde dir gar nicht ein, dass ich die Verantwortung für Nina übernehme. Meine finanzielle Lage ist... Na, wenn nicht ein Wunder geschieht, bin ich am Ende. Für Nina ist gesorgt. Ich habe mein Leben versichert. Du Narr! Einem Selbstmörder zahlt man nichts. Schön, nicht? Haben Sie noch irgendeinen Wunsch? Tee oder Kaffee? Hallo, Monsieur Seduc. Grassoff, ich denke, Sie sind in Südamerika. Gewesen. Passt übrigens glänzend, dass ich Sie treffe. Da ist ein Wechsel bei mir gelandet. So, was denn? Ein Wechsel der Firma Seduc und Klar über 150.000 Franken. Diskutiert von der Ponz AG. Ist dir das bekannt? Ach so, ja, natürlich. Aber soviel ich weiß, ist der am 1. Oktober fertig. Ich kann also mit der Einlösung rechnen. Aber erlauben Sie, wir werden unserer Verpflichtungen nachkommen. Oh, das beruhigt mich ungemein. Wie geht es, Mario? Darf ich dich mit einem alten Geschäftsfreund, Herrn Grassoff, bekannt machen? Auch schon den, Madame. Fioretta, meine Frau. Mario Klar war nämlich mein erster Mann. Er ist sozusagen von den Toten auferstanden. Ach, war er denn krank? Nicht direkt. Aber das wird doch Herrn Grassoff nicht interessieren. Ganz im Gegenteil, sehr sogar. Sie bleiben noch ein paar Tage hier? Nein, ich glaube nicht. Oh, schade. Madame, Monsieur. Und was die andere Sache betrifft, es bleibt beim 1. Oktober. Ja, 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 es geht in Ordnung. Musstest du ausgerechnet jetzt mit der Verwandtschaft anfangen? Ich denke, es ist alles in Ordnung. Nichts ist in Ordnung. Das verstehe ich nicht. Man muss doch wenigstens ein Kind denken. Kannst du nicht einmal den Mund haben? Nina? Ja. Wie hoch ist er versichert? Ich glaube, 50.000. Bei welcher Gesellschaft? Bei der allgemeinen... Versicherungs AG Zürich? Ja, richtig, richtig. Ich werde noch mal mit ihm sprechen. Sehr rührend, wie ihr alle um mich besorgt seid. Also, was mich betrifft, ich habe es aufgegeben, dich von dieser Sache abzuhalten. Mhm. Na und? Du bist also endgültig entschlossen, Mario? Ja.
Und wie gedenkst du, deine Schulden bei mir zu bezahlen? Was denn für Schulden? Das Kapital, das ich in deine Experimente gesteckt habe, die genialen Experimente, die dann schließlich zum Zusammenbruch geführt haben. Tut mir leid, ich bin immer ein Versager. Daran kann ich auch nichts ändern. Doch, du kannst. So, du willst doch irgendetwas von mir, ne? Ich habe einen Vorschlag. Du könntest uns alle retten. Die Firma Nina, Fioretta und auch mich. Aha, und wie? Indem du deine Lebensversicherung erhöhst, bevor du dein Vorhaben ausführst. Verstehst du? Ich hab verstanden. Die Lebensversicherung wird von Franken 50.000 auf Franken 750.000 erhöht. Neue Jahresprämie Franken 28.340. Bezugsberechtigt im Todesfall ist Nina Klar, geboren 2.7.44, bis zu ihrer Volljährigkeit deren Vormund, Herr Leo Seduc, Kaufmann Zürich. Wann soll die Erhöhung in Kraft treten? Da Herr Klar bald verreist, wohl am besten sofort. Ach, Sie verreisen? Wohin denn, wenn man fragen darf? Nach Südamerika. So, dann nehmen wir vielleicht das heutige Datum, 10. September, wenn es reicht ist. Aber selbstverständlich, bitte. So, wollen Sie bitte unterzeichnen? Was machst du denn da, Vater? Das siehst du doch, ich pflanze. Und diese Jahreszeit? Was denn? Eine Mimosenkaktus. Aber Vater, immer machst du deine Witze mit mir. Meinst du nicht doch, dass man die Polizei verständigen sollte? Ach du meine Güte, warum denn? Dann so einfach auf und davon, ohne Gruß und Abschied, lässt seine ganzen Sachen da. Da stimmt doch etwas nicht. Warum interessiert dich das eigentlich so, Angela? Weil, entschuldige, wenn ich dir das sagen muss, aber ich finde dich recht leichtsinnig, Vater. Schließlich war er ja dein Patient. Man kann ihn doch nicht einfach so in sein Unglück rennen lassen. Was für ein Unglück? Du scheinst mehr zu wissen als ich. Nein, nein, ich weiß gar nichts. Und seine Rechnung hat er auch noch nicht bezahlt. Es ist wirklich nicht zu fassen. Wo schaust du mich denn so an, Papi? Ich schaue dich doch gar nicht an. Doch, du hast geschaut. Aber ja? Ich weiß schon, was du denkst. So, was denn? Dass wir uns lange nicht mehr sehen, weil du weit weg fährst. Aber weißt du was? Du schreibst mir einfach, wo du bist und ich komme danach. Ja, das ist leider nicht so einfach, wie du dir das denkst. Jetzt musst du ja erst mal deine Schule fertig machen. Und dann... Ach, die blöde Schule. Ich möchte lieber bei dir bleiben, Papi. Mhm. Das wäre schon schön. Aber leider kann man im Leben nicht immer das tun, was man gerne möchte. Warum nicht? Schau mal, du bist doch bei der Mutti sehr gut aufgehoben. Ach, die hat doch Onkel Leo. Und den mag ich nicht. Ach, wie kannst du denn so etwas sagen? Ich möchte bitte zahlen, ja? Sieh mal... Natürlich hat Onkel Leo seine Fehler, aber die haben wir alle. Jedenfalls kann er im Moment viel besser für dich sorgen als ich. Was? Ein ungedeckter Scheck? Na, das muss ein Irrtum sein. Na ja, stimmt, wir hatten in letzter Zeit einige Schwierigkeiten, aber das ist längst überwunden. Na, ich werde gleich meine Bank anrufen und in spätestens 2 bis 3 Wochen haben Sie Ihr Geld. Na, aber ich bitte Sie. Na, außerdem erwarte ich gegen Ende des Monats einen weit größeren Betrag. Ja. Ja, ist gut, auf Wiedersehen. Na? Ihr zwei. Hübschen Spaziergang gehabt? Ja, sehr. Aber ich muss noch Schularbeiten machen. Na schön. Das war das Schwerste. So. Da. Schiffskarte nach Rio de Janeiro? Ja. Seduc. Du meinst es gut mit mir, aber mein Entschluss steht fest. Es gibt für mich kein Zurück. Jetzt noch, aber später nicht mehr. Aber wie du willst, trotzdem brauchst du die Karte. Wozu? Wenn man die Schiffskarte bei dir findet, sieht der Unfall viel überzeugender aus. Das ist sehr wichtig, denn die Versicherung könnte misstrauisch werden. Mhm. Nimm dir am Anfang ruhig einen guten Bergführer und mach ein paar schwierige Touren. Später gehst du dann allein. Verstehe. Hast du nicht irgendwas zu trinken? Oh, entschuldige, natürlich. Abfahrt von Genua, 25. September. Das ist also sozusagen der letzte Termin. Ja. Dann wäre ich also noch 14 Tage vom Tode beurlaubt. Sie haben mir da einen Brief geschrieben, Herr Egli. Jawohl, Herr Untersuchungsrichter. Dieser Brief enthält eine Reihe von Verdächtigungen gegen angesehene Personen. Das sind keine Verdächtigungen, Herr Richter. Das sind Tatsachen. Sie sind sich doch klar darüber, dass Sie sie beweisen müssen. Jawohl, ich kann sie beweisen. Bitte.
Hier sind die Lieferscheine des Werkmeisters Hartmann von der Firma Matter in St. Gallen. Und hier habe ich die Bestellscheine der Firma Pons AG über 20 Spannbetonbalken. Bitte. Und wenn ich einen Vorschlag machen darf, Herr Untersuchungsrichter, ja, bitte, Herr. Wenn Sie diese Belege einmal genau durchprüfen lassen wollen, ich habe das dunkle Gefühl, da stimmt etwas nicht mit dem Material. Das ist ja sehr interessant, Herr Egli. Siehst du nicht, wie gut ich darin tanze? Du, die Angela und der Penny, das wird ein Paar. Niemals, nee. Na, ich weiß nicht. Angela. Ja? Du tanzt heute nur mit mir, mit keinem anderen. Aber Penny, wir sind doch nicht verheiratet. Warum eigentlich nicht? Hey, dieser Mann! Signore! Entschuldige mich einmal. Ich bin! Hast du gesehen? Dieser verrückte Mann von Berge! Und woanders können Sie mich auch nicht unterbringen. Schwer, schwer. Guten Abend, Herr Klar. Sie finden kein Zimmer? Sie arm. Frau Angela, ich muss mich noch bei Ihnen entschuldigen, dass ich neulich so Hals über Kopf abgereist bin. Aber das macht doch nichts. Sie sind ja wieder da. Ich möchte mich bei Ihrem Vater bedanken. Bei Ihnen natürlich auch. Ich glaube, meine Rechnung habe ich auch noch nicht bezahlt. Oh, ich bitte Sie, das spielt doch gar keine Rolle. Kommen Sie doch ein bisschen zu uns rein. Ich muss mir erst ein Zimmer suchen. Ja, warum wohnen Sie nicht bei uns? Hat es Ihnen nicht gefallen? Doch, doch. Aber ich bin jetzt nicht mehr krank. Oh, wir nehmen auch Gesunde auf. 8 Franken mit Frühstück, wäre das zu viel? Nein, durchaus nicht. Also, abgemacht. Na schön. Und wann kann ich kommen? Jederzeit, Ihr Zimmer ist in Ordnung. Gute Nacht. Gute Nacht von Angela. Grüß Gott. Ach, Sie sind's. Lebt ein Bekannter von Ihnen? Nein, ein Vetter von mir. Er ist hier vor 2 Jahren verunglückt.